Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Eure Frage war, warum ich das nicht in Deutschland machen lassen konnte. Ja, ganz einfache Antwort: aufgrund der Entscheidung meiner Krankenkasse. Ja. Also ich habe das MMK gemacht, ganz normal, Ernährungsberatung, psychologische Beratung und so weiter und so fort. Bewegungsprotokoll, mein Hausarzt hat das auch befürwortet, hat das extra nochmal schriftlich gemacht, ja. Mein Problem war eher, dass ich vor Antragabgabe eine Psycho- und Verhaltenstherapie angefangen habe. Und dieses hat mein Arzt auch in der Befürwortung eben halt geschrieben. Und daraufhin hat die Krankenkasse das abgelehnt, mit den Worten eben halt, ja, es würde ein psychisches Problem vorliegen, weswegen ich halt Übergewicht habe. Völliger Schwachsinn, denn meine psychischen Probleme kamen aufgrund meines Übergewichts. So, na, du bist echt ein Teufel. Ein kleiner Teufel bist du. Meine Katze sitzt hier und baut nur Scheiße nebenbei. Jetzt zum Beispiel. Genau, und dann stellt man ja halt Widerspruch und so weiter und so fort. Und die letztendliche Begründung war, wenn ich erfolgreich meine Therapie beendet hätte, könnte ich erneut einen Antrag stellen. Jeder, der eine Psycho- und Verhaltenstherapie macht, weiß, wie lange das dauert, sowas. Und ja, also ich hatte keine Lust mehr, Widerspruch einzulegen, zum medizinischen Dienst zu gehen und so weiter und so fort. Ich hatte dafür einfach in diesem Moment keine Kraft mehr, weil es mir auch einfach nicht mehr gut ging. Ich litt an Depressionen ganz stark zu diesem Zeitpunkt. Nala. Ja, und das war einfach so, dass es mir scheißegal war, weil letztendlich waren meine Gedanken, die man ja hier bei Facebook nicht äußern darf, sonst wird das ja erst gesperrt, auf jeden Fall sehr dunkel, weil ich morgens einfach mit Schmerzen aufgestanden bin und auch mit Schmerzen ins Bett gegangen bin. Ja, ich habe mir, also jetzt werden bestimmt einige wieder sagen, oh, das ist voll der Schwachsinn, das habe ich ja noch nie gehört oder sonst irgendetwas. Ja, es kommt immer auf den Sachbearbeiter deiner Geschichte an. Und wenn der einen schlechten Tag hat und sich nicht richtig informiert, ja, dann hat man so wie ich in dem Fall ein bisschen Pech. Genau. Ich habe mich auf jeden Fall gut informiert vorher, bin auch weiter in psychologischer Behandlung, werde da von meiner Psychologin begleitet und das klappt auch sehr gut. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen. Also, wenn du auch eine Frage hast, dann schreib sie mir doch in die Kommentare. Ich beantworte sie auf jeden Fall und bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.